Ich grüße euch. Ja, ich habe wegen gestern Morgen noch etwas zu berichten, aber gut Ding braucht eben Weile. Ich erzähle euch, was gestern um 4 Uhr in der Früh vorgefallen ist, beziehungsweise etwas nach 4 in der Früh. Ihr dürft einmal sehr, sehr gespannt sein und ja, aber noch ein Hinweis, wenn euch das Video nicht gefallen sollte, schaut es euch einfach nicht an und ihr könnt gerne einen Daumen nach oben lassen. Da würde ich mich riesig freuen und gleich nach dem Intro geht es weiter. Bis später. Ein herzliches Willkommen. Ja, ich möchte es so nennen. Wir haben ja schon die Klimaaktivisten, jetzt haben wir seit neuestem auch die Schienenüberquereraktivisten, die gemeint haben, gestern kurz vor 4:30 in der Früh vom Praterstern zur Landstraße zu marschieren oder eventuell auch weiter, wenn die Polizei und die Eisenbahngewerkschaft nichts getan hätten. Ja, es sind doch Leute, die angewiesen sind auf die österreichische Bundesbahn. Man kann nicht wie dir und mir einfach auf den Schienen herumspazieren, wie es einem passt. Es steht ja groß drauf, das Überschreiten der Gleise ist strengstens verboten. Aber anscheinend haben wir Menschen, die weder lesen noch sonst was können. Unter dem Motto, es kommt nichts, gehen wir gleich über die Gleisen zur nächsten Station oder auch übernächsten. So läuft es definitiv nicht. Und ich wäre eigentlich auch dafür, dass das bestraft wird, aber in der vollen Härte, wo eine Entschädigung für den Kunden, der auf die Bahn angewiesen ist, 1:1 übertragen wird. Aber ich glaube, das wird es nicht spielen. Dafür wäre ich eigentlich, weil wie kommen die Bahngäste eigentlich dazu, eine Verspätung in der Höhe von 7 bis 25 Minuten zu nehmen. Es ist einfach nur dumm, was die Schienenaktivisten machen. Es ist dämlich und dumm. Normalerweise gehören die für ein paar Tage oder ein paar Stunden weggesperrt, damit dessen Gehirnzellen wieder mal funktionieren, wo man sagt, oh mein Gott, ich habe was Verbotenes getan, ich bin über die Schienen spazieren gegangen. Aber ich sage danke an die Polizei, wie sie den Einsatz geleistet haben und danke an die österreichische Bundesbahn, die auch einmal gezeigt haben, dass sowas gefährlich werden kann. Und ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Und lasst mir bitte das da oben. Seid's nicht so garstig. Tschüss.